Willkommen zu einem neuen Video aus dem Haus Sicherheitstechnik Kortus. Heute geht es um Seco Entry Hotel, also sprich, wie vergebe ich einen Gastcode auf die Ferne mit so wenig wie möglich Aufwand. Es gibt verschiedene Systeme. Das Hotelsystem von Burgwächter hat sich da schon bewährt und wir erneuern dieses Video, was wir vor Jahren schon mal gemacht haben, weil es neue Tastaturen gibt, es gibt neue Zylinder und deswegen werden wir auch in diesem Video mal die Neuerung vorstellen, auch in der Software. Das heißt, das Video besteht aus zwei Teilen. A, was ist neu bei den Geräten, bei der Tastatur und B, was ist neu bei der Software. Das soll jetzt kein Technik-Tutorial werden, sondern soll wirklich nur die Vorteile des Hotelsystems erklären. Wer braucht es? Alle die, ich sage jetzt mal, von ihrer Ferienwohnung ganz weit weg sind und wollen auf einfachste Art und Weise einen Code jemanden geben, dass er rein kann und der soll nach einer gewissen Zeit ablaufen. Das muss ich nicht nur für Hotels nehmen oder für Ferienwohnungen oder für Apartments oder für Büros. Ich kann das auch verschiedene andere Anwendungsbeispiele nutzen. Was hat sich geändert? Burgwächter hat ja die Seco Entry Serie rausgebracht und grundsätzlich funktioniert das Ganze nur mit der 7000er Serie oder 7100er. Das ist der 7000er Zylinder. Da kann ich also außen auch noch einen Transponder ranhalten. Das hat die Zunge geklemmt, da auch. Und habe dafür aber kein Notschloss. Der 7100er Zylinder hat innen die Batterien liegen, noch ein Notschloss und kann in der Standardversion keine Transponder. Gibt es mittlerweile auch einen Sonderzylinder, der kann das. Dieser Zylinder ist aber auch standardmäßig wetterfest. Vom Einbau her empfehlen wir immer, den 7100er zu nehmen, weil er vom Einbau her etwas einfacher ist als der. Aber grundsätzlich soll das für das Video jetzt erstmal nicht so spektakulär sein. Was will ich erreichen? Ich habe einen Zylinder, der ist kabellos mit einer Tastatur verbunden. Und jetzt habe ich eine Software und diese Software generiert einen Code und der geht, ohne dass ich etwas programmiere. Kein Internet, keine Datenanbindung, kein GSM, kein nichts. Das Ding steht jetzt, sage ich jetzt mal, an der Ostsee und die Software, die ich euch nachher mal zeige, die ist irgendwo in München. Dazwischen gibt es nichts, außer Land, Liebe und Luft. Gucken wir uns erstmal die Tastatur an. Die Tastatur ist jetzt etwas, die Tastatur ist verbessert worden, das hatten wir schon einige Male gesagt. Das heißt im Klartext, ich habe jetzt hier diese Tasten, die ich jetzt hier wie beim Smartphone drücken kann, die sind natürlich deutlich bedienerfreundlicher geworden. Die Tastatur ist wetterfest. Es geht derzeit bei der Hotelversion, über die reden wir jetzt nur die 5711. Der Zylinder dazu ist variabel. Ich kann also allgemeine Türen formulieren, also sprich zentrale Türen. Ich kann aber auch Zimmertüren ganz klar benennen, wenn ich zum Beispiel ein Objekt habe, wo ich einen Eingang habe und dahinter sind 4 oder 5 Apartments. Für ein Ferienhaus würde man mit einer sogenannten Einzimmerlösung arbeiten können und da würde sich die kleine Software, die momentan 2 Softwaren beinhaltet, nämlich einmal die zum Programmieren und einmal die für die Hotelsoftware, die gibt es momentan für 349 Euro. Das ist ein super Preis, früher hat das mehr als das Doppelte gekostet. Und wie gesagt, ich habe nur die Einschränkung 8 Türen, 15 Benutzer. Ich habe also auch die Möglichkeit, feste Codes zu hinterlegen oder Transponder oder ich kann natürlich auch das Smartphone als Schlüssel nehmen. Jetzt bleiben wir mal im Bereich Gastcode. Da gibt es, wie gesagt, die Software, die ich euch jetzt in dem zweiten Teil vorstellen möchte. Und ihr müsst euch vorstellen, ich generiere einen Code in einer Software und gebe den dann hier ein. Jetzt hatte ich ja gesagt, es gibt keine physikalische Verbindung. Unsere Kunden fragen immer, geht nicht, kann gar nicht funktionieren. Doch, es geht seit vielen Jahren und es geht seit vielen Jahren auch erfolgreich. Und ich sage euch warum. Je weniger Schnittstellen dazwischen hängen, desto höher ist die Chance, dass es funktioniert. Heißt also im Klartext, es kann weniger Ausfall. Stromausfall interessiert uns nicht. Ausfall von Datenleitungen interessiert uns nicht. Hotspots, WLAN, alles was ausfallen könnte und ausfällt und immer genau in dem Moment ausfällt, wenn es sein muss, fällt nicht aus. Der Zylinder wird, und das empfehle ich euch, das sage ich auch noch in einer Software nochmal, von uns speziell vorbereitet. Und dann kann der den Code, den ich hier eingebe, auslesen. Das heißt, die Nachricht steckt im Code und damit brauche ich keine Verbindung. Es ist wie ein Geheimcode und die Tastatur gibt es an den Zylinder weiter und der Zylinder sagt, jawohl, du bist gültig und das 3 Tage. Das heißt, ich tue an dem System A eine Checkout-Zeit definieren, die ist immer gleich, meinetwegen 11 Uhr. Und an dem Tag, wo der Gast anreist, das ist immer ein ganz wichtiger Parameter. Wer kann ich diesen oder muss ich diesen Code erstellen? Es gibt auch noch ein paar Sachen, wo man ein bisschen tricksen kann, aber bleiben wir jetzt erstmal dabei. Am Tag der Anreise generiere ich den Code und teile es dem Gast mit. Per Anruf, per SMS, per E-Mail. Ich schreibe es irgendwo hin, keine Ahnung. Der gibt den ein und der Zylinder reagiert. Ja? Also ähnlich jetzt wie hier. Ich mache das jetzt einfach mal.
Ihr achtet mal einfach hier so ein bisschen auf den Bereich. Das heißt, der Zylinder an sich kann ich ja außen drehen, passiert nichts. Und erst wenn ich einen richtigen Code eingebe, dann, ihr habt es gesehen, reagiert der Zylinder und ich kann aufschließen. Jetzt werden wir mal gefragt, wie sind die Batterielaufzeiten und bibabo. Also ihr könnt davon ausgehen, bei standardmäßiger Benutzung, also selbst bei einer Ferienwohnung haben wir mittlerweile die Erfahrung gemacht, sollte man mit einem Jahr hinkommen. In einem Jahr sollte man hinkommen, die Batterien zu wechseln. Es sind normale AA-Batterien verbaut. Hier unten in der Tastatur zwei Stück und hier ist eine CR123 verbaut und in den 7100er Zylindern sind zwei AA-Batterien verbaut. Heißt für euch also auch Standardbatterien, die ihr überall zu kaufen bekommt und müsst also nicht bei anderen Herstellern Sonderbatterien kaufen. Das erstmal zur Theorie. Das heißt, ihr braucht einen Windows-PC. Im günstigsten Fall kriegt ihr die Anlage von uns eingespielt. Alles ist fertig vorprogrammiert. Wir erklären euch die Hotelsoftware und es geht los. Und ab dem Moment könnt ihr loslegen und verwalten und schalten. Okay, das war Part 1. In Part 2 würde ich euch jetzt die Hotelsoftware mal vorstellen. Mit den Neuerungen gilt für die große und für die kleine Software. Wir sehen uns im zweiten Teil. In diesem Teil des Videos wollen wir euch die Software mal kurz vorstellen. Diese Software Hotel gibt es einmal in der abgespeckten Version, in dem kleinen Softwarepaket 7094, wo ich die kleine Software bis 15 Benutzer und 8 Türen habe. Und das Ganze gibt es auch nochmal in groß in der Software 7083 plus Hotel Software 7095, so heißt es, glaube ich. Und wenn ich diese Hotelsoftware aufmache, egal ob im großen oder im kleinen Paket, sieht die so aus. Ich will jetzt hier nicht auf die technischen Einstellungen in der Hotelgeschichte gehen, sondern mal das zeigen, was eigentlich neu ist. Wie ihr seht, wer die alte Software kennt, Burgwest Hotel ist es erstmal auf alle Fälle ein ganz anderes Design und links auf der Seite gibt es einige neue Button. Einstellungen lasse ich außen vor, weil es wie gesagt kein Technikvideo ist, sondern eine kurze Produktvorstellung und da gehen wir als allererstes mal in den Hotelcode rein. Und da fällt uns was auf. Ich habe das mal für 4 Zimmer hier vorbereitet. Ich habe also hier die Möglichkeiten, hier mehrere Zimmer pro Etage, wie bei Bo. Ich kann ja bis 8 Türen machen. Sehe auch noch die Seriennummer des Schlosses. Die ist jetzt eigentlich erstmal nicht so interessant, aber sie ist halt mit da. So. Und wenn ich jetzt einem Gast einen Code generieren will, dann suche ich mir einfach das Zimmer aus. Dann steht hier drüben schon was drin, weil wir nämlich vorhin das Ganze schon mal probiert haben, steht dann plötzlich drin, hier wurde heute schon mal ein Code generiert und das Zimmer ist belegt. Das ist eine Neuerung, die es in der neuen Software gibt. Bei der alten musste man da mühselig in die Historie rumkramen. Hier sehe ich es jetzt auf einen Blick. Okay, das kann ich natürlich auch für jedes andere Zimmer machen und werde immer feststellen, wenn man rechts in diesen Infobereich kommt, hier ist gerade was belegt. Das hängt damit zusammen, da wir es einfach heute ausprobiert haben. Aber nichtsdestotrotz zeige ich euch mal, wie das Ganze funktioniert. Wir setzen uns ja mal jetzt über das Thema belegt hinweg, sagen Ankunftsdatum heute, Abrücke, Abcheckzeit, also Checkout-Zeit oder Abreisedatum in einer Woche. Die Checkout-Zeit ist übrigens dort global bei der Installation festgelegt. Und wenn ich euch zum Thema Installation einen Tipp geben darf, dann würde ich euch empfehlen, euch das Paket, ob groß oder klein, vom Fachhändler einrichten zu lassen. Der braucht dazu meist nicht lange, zwischen einer Stunde, anderthalb ist das erledigt. Hat man das Ganze noch nicht gemacht, kann ich euch versichern, werdet ihr ein Vielfaches an Zeit brauchen und es nicht ohne weiteres zum Laufen bekommen. Von daher, die Ankunftszeit ist nicht änderbar, das ist immer der heutige Tag. Ihr seht jetzt, heute ist der 26., auch hier unten bei meinem Computer 26. Das ist in der Softwareversion bitte gleich zu lassen. Ob sich es mal ändert, kann ich derzeit nicht sagen. Ich kann also keine Daten in der Zukunft vergeben. Abreisezeitpunkt haben wir gesagt, eine Woche. Und dann habe ich hier noch die Möglichkeit, Gast zu wählen, Test oder zurücksetzen. Ich sage jetzt zu den beiden unteren nichts, weil die nicht so, weil das erstmal für das, dass wir einen Code generieren, brauchen wir es nicht. Wir wollen einen Gastzutritt machen und da mache ich einfach Code generieren. So, jetzt sagt er mir nochmal, pass auf, das Zimmer ist belegt, willst du fortfahren? Ja, zack, kommt der Code. Den kann ich jetzt dem Gast mitteilen, ich schicke dir eine SMS, bibabo, wie auch immer. Wenn der diesen Code eingibt, funktioniert es sofort. Das ist auch nochmal das ganz Entscheidende. Hier ist also nochmal wichtig, zwischen der Software und dem Schloss und der Tastatur, das er vorhin gesehen hat, gibt es keine physikalische Verbindung. Kein Internet, kein Kabel, kein nichts. Das heißt, wenn der Gast diesen Code eingibt, kann das Schloss das erkennen. Jawohl, das ist ein Code aus meiner ganzen Geschichte, aus meiner Schließanlage und ich weiß, dass der Code gültig ist und auch wie lange. Wenn man jetzt
mehrfach hier drauf drücke und immer wieder einen Code generiert, dann ist es so, dass die Hotelsoftware und der Zylinder trotzdem voneinander wissen. Ich will das mal mit einem Art Kilometerzähler erklären. Das Schloss hat dann plötzlich 3 Kilometer und die Software 35 Kilometer. Und dann merkt das ganze System, es funktioniert nicht mehr. Und da kann man sich auf die Ferne helfen. Und deswegen gibt es hier diesen Button Zurücksetzen. Und da kann ich zum Beispiel mal einen sogenannten Zurücksetzcode machen. Den gebe ich vor Ort ein oder lass ihn eingeben. Und ab dann sind beide Kilometerzähler wieder auf Null. Und ich kann weitermachen, ohne das System neu programmieren zu müssen. Das heißt, ich kann mich also auch mit diesem Button Zurücksetzen, dieses Trickes behelfen, einen Gast, der vorzeitig abgereist ist oder wo ich sage, der möchte vorzeitig abreisen, auch mal einen Code zu stornieren oder, weil sich was überschnitten hat, Buchungen auch die mal komplett zurückzusetzen. Dazu muss ich nicht zwangsläufig vor Ort sein. Wozu ist der Button Test? Der Button Test ist dafür da, für Leute, die Schnittstellen zu irgendwelchen anderen Oberflächen haben, da wird dann dieser Test-Button verwendet. Was hat sich noch verändert? Mal abgesehen davon, dass ihr, wie gesagt, hier immer rechts einen Infobalken habt, habt ihr natürlich jetzt auch hier wesentlich schöner einen Historie-Balken. Das heißt, man kann auch genau sehen, wer hat was wann kreiert. Ja, der Computer, der Benutzer, die Software, die Version, was hat er gemacht, die Anzahl der Tage, bibabu. Das Gleiche habe ich auch nochmal immer pro Zimmer, kann ich mir auch nochmal die Historie anzeigen lassen. Ihr seht, wir haben also heute einiges mal probiert und das kann ich mir ganz simpel und einfach für mein Zimmer anzeigen lassen. Wenn ich mir nicht sicher bin, habe ich denn heute überhaupt schon einen Gastcode erstellt. Denn nochmal, jeder Code, der generiert wird am Computer, sollte auch am Schloss eingegeben werden. 3 ist die Zahl, was das Ganze verschmerzhaft ist, also 3-mal am PC generiert, dann macht es Probleme, nicht eingegeben, dann macht es Probleme vor Ort. Das soll die Software so gewesen sein, also der Wahnsinnsvorteil nochmal zusammengefasst ist, dass ich diese Software völlig autark auf irgendeinem Laptop betreiben kann, den ich mit mir habe und wenn der Gast vor mir, sag jetzt mal, eine Buchung macht und ich bin unterwegs, kann ich von überall aus, auch ohne Internet, diesen Gastcode kreieren, muss ihn dann dem Gast nur zukommen lassen. Ob ich ihm das am Telefon sage, weil er davor steht, ob ich dem eine E-Mail schicke, eine SMS, spielt überhaupt gar keine Rolle. Die beiden müssen vor Ort nicht miteinander verbunden sein. Auch das Objekt braucht keinen Internetanschluss, um den Code lesen zu können. Einzig und allein der Zylinder und die Tastatur werden von uns in der Software speziell auf den Hotelcode vorher eingerichtet. Von daher nochmal der Tipp, auch für kleine Wohnungen ist das mit dem neuen Paket echt relevant. Ich mache mal unter das Video den Link drunter, wo es diese Pakete gibt. Aber ich kann so viel sagen, für die 8 Türen und 15 Benutzer, beide Softwaren kosten mittlerweile um die 349 Euro, empfohlen von Burgwächter. Und hier muss man ganz klar sagen, lag man früher weit über das Doppelte. So dass es jetzt auch für die kleineren Einzimmerlösungen interessant ist und... Lange Rede, kurzer Unsinn, man kann sich damit halt sehr viel Zeit ersparen, weil man eben, wie gesagt, die ganze Administration alleine von unterwegs nebenbei mal machen kann. Man kann das auch auf den Server legen und es greifen mehrere drauf zu. Das ist also, machen die Kunden von uns seit Jahren sehr erfolgreich. Die Software an sich ist nicht neu, deswegen kann ich auch dazu sagen, dass sie sehr, sehr stabil läuft. Im Gegensatz zu vielen anderen, ich sage jetzt mal Netzlösungen, es hat sich jetzt halt hier nur die Software verändert in der Optik. Ich finde sehr zum Guten, sehr übersichtlich geworden. Und wenn dann eines Tages auch nochmal Codes in der Zukunft möglich sind zu planen, das wird dann aber mit 6 Stellen nicht mehr zu schaffen sein. Dazu wird es mehr geben, das machen andere Hersteller schon vor. Dann wird das sicherlich auch möglich sein. So, das soll es an dem Punkt gewesen sein. Das war jetzt das Video Software Hotel. Ein Video, wie man das Ganze einrichtet, werden wir pauschal nicht machen. Die Anfrage kam schon, weil man da viel, viel Hintergrundwissen braucht. Da ist es besser dran, ihr bezahlt uns eine Stunde dafür. Wir richten euch das ein und die Sache ist erledigt. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, tschüssi und bis zum nächsten Mal.